So, meine Herren und Damen, Türchen Nummer 17. Da haben wir was aus Irland, am umstrittensten Konzern der Welt, nämlich Nestle. Milkbar Mixpaps mit Schokolade, gefüllt mit Milchcreme. Schokotaler gefüllt mit Milchcreme. Und damit wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Haut rein! So, meine Herren und Damen der Sonne, Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Wir haben in der letzten Folge von Wie gehört T-Bug ist er angeblich tot. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Oh, wow. Ich brauche eine andere Waffe. Ach, das ist noch einer, oder wie? Schrott. Ist doch schon da. Komm. Ich habe einen Leck. Hä? Ja.
Wow. Alter! Das ist wirklich krass. Komm. Steig ein. Ich hab einen Leck. Kann ich auch erlösen. Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Kritisch? Was zum Teufel soll das heißen? Mr. Wells äußere Bauchschlagader ist perforiert. Starke innere Blutungen. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie,
Sie wusste es. Die ganze Zeit. Nein, nein, nein. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Oh no. Oh no. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Hm. Vic. Vic Vector wird sich um ihn kümmern. Seine Familie sollte ihn so nicht sehen. Natürlich. Verstanden. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Rest in peace. Ja, was der Meister wohl sagen. Kommen wir da rein? Nein. Die erreiche ich nicht, auch okay. Kriegt der LC den Chip nicht, bin ich auch mit zufrieden. Ich werde es nochmal probieren. Nö, die geht nicht hin.
nicht rein. Erwartet. WNS, N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Hab ihn nicht. Meine gute Nachricht. Gute Nachricht? Saburo Arasaka, tot. Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du in hast meiner? Den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein scheiß Assistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen! Das waren wir nicht! Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben! Aha! Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Neuer Ort, neuer Name. Aber erst dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Da. Ich bin's. Ja, das gebuchte Shuttle. Heute. Nein, ich kann nicht warten. Ein Platz. Ich zahle Premium. Spaceport, Terminal 4. Okay. Aha. Da hören wir schon, dass er uns wahrscheinlich ans Leder will. Sag dir doch, ich trau ihm nicht. Alles klar. Hab ich's nicht gewusst? Zu riskant wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ich bring dich auf! Nicht aufgehen können andere. Okay. War das jetzt das Intro? Oder der Prolog? What? Was zur Hölle? Das war ein langer Prolog. Zum Geier. Hey. Okay, wir spielen irgendjemand anders. Silverhand? Johnny Silverhand? Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Hallo? What's up? Du kannst nicht drauf. Hey, hey, cool bleiben. Ja.
Was ist denn das? Jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Verabschiede ich mich von euch allen. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Na, ich möchte sie eigentlich nicht beleidigen. Das ist im Grunde eine Beleidigung. Machen wir nicht. Kein Bock. Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Willst du, dass ich aufgebe? Klingt eher nach dir als mir. Weißt du warum? Weil du schon immer eine ängstliche Pussy warst, Carrie. Kriegst noch einen guten Rat von mir. Lass dir endlich Eier wachsen. Zeit, die Zukunft einzuläuten. Ich entscheide, wann wer zu spät ist. Steig ein, bevor ich meine Meinung habe. Silverhand? Hey, Scheitern! Nimm uns in die Luft. Hier, setz das auf und nimm es nicht ab. Klar? Okay. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken.
Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Noch mehr. Mir nicht mal leid. Was zur Hölle? Greif den Schmalenstein an. Hey, lass mir auch noch was übrig. Du willst spielen? Mit mir? Na los. Wo lang? Da lang. Bushido 2, wie ist die Bombe nochmal? Jetzt kommt sie, wir müssen los. Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka-Elite im Anmarsch, los, weg! Schieß die Kabel durch! Schmeiß die Rotoren an, wir sind gleich da! Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Ich wusste es, verdammt! Es ging dir nie um Konzernkolonialismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Du hast 4 verfickte Minuten. Der Hubschrauber wartet keine Sekunde länger. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. So, aber eine coole Animation. Sind gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Netter Eisbrecher. Aus dem Ausland? Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig. Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation... Fertig. Und jetzt raus da. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Wow!
Fick! Das ist Adam Smasher! Johnny, lauf! Murphy! Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Smasher! Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Oh, shit. Jetzt warten wir es noch kurz ab und dann beenden wir die Folge. まだ生きています。わかりました。向かいます。What? Okay.Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du dem guten Cop da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien?Von deiner Mom. Hey Opa, dich kenne ich. Matsuse, Jokshetsu Hanashiosu. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase, kono you na koto.Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Hito wa uso tsuki, jibun jishin wo azamuku. Daga shisha wa chiga. Shisha wa yuben daga, karera wa keshite uso wo tsukanai. Shisha no kotoba ni wa.つつましさがある。始めろ。Was zur Hölle?Was ist das denn?
Was ist denn das für ein Game? Und wo soll er sein? Oben? Keine Ahnung. Ich sehe nur Pixel. Wie so ein Spiel aus den 90ern. Keine Ahnung. Vielleicht mal hochgehen. Vielleicht ist der oben. Der oder die oder das. Da hinten sehe ich was. Muss er hier rein sein, glaube ich. Ja. Und Lu? Und du? Wer bist du? Ich weiß, wer es war. Wer wahrscheinlich die größte Rolle in dem Videospiel ergattert hat. Der sieht mir aber nicht. Das ist doch wie. Und nicht dieser John. Komm. Das war doch Dexter. Sieht. Hör zu, Alter. Ich habe genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Arasaka-sama, お父上の殺害犯を見つけました. この男で間違いありません. 時間後には着くかと。 Hilf mir. Leise. Okay. Also wir sind tatsächlich wie und Dexter ist Feierabend. So. Hitoinioida. Was denkst du, wo ich hergekommen bin, du Depp?
Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe. Schnell, Vieh! Na, oh, danke schön. Bist du doch nicht so ein Arsch. Ja, gib mir doch eine Knarre. Ja, danke. Das. Bist du eine Statue oder? Was zur Hölle? Wieder um. Halt die Augen offen. Fuck. Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Reparator, dem du vertraust? Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Du hast dich gut geschlagen. Vergeude keine Zeit. Victor flickt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Warum lässt du mich nicht einfach hier? Ich halte dich nur auf. Ruf jetzt an. Okay, schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Ich muss mich so ein bisschen wundern. Ehrlich gesagt. Ja, ich kann das Spiel jetzt auch nicht anhalten, aber das machen wir jetzt dann gleich. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein, aber nicht... Und an der Stelle möchte ich die Folge auch schon abschließen. Wir haben jetzt eine sehr lange Folge mit 50 Minuten. Ich hoffe, ihr unterstützt das. Haut rein, euer Sacker.